don't stop. In der Politik gibt es natürlich Höhen und Tiefen wie in jedem anderen Beruf. Ein Politiker, der insbesondere in der vorderen Reihe war, hat also auch viele Blessuren erlitten. Ihr stellt dann immer Fragen, dann holt ihr eine raus, die euch gerade so passt. Ich könnte jetzt Wahlniederlagen ins Feld führen, ich könnte Auseinandersetzungen ins Feld führen, wo Verletzungen zurückgeblieben sind. Herr Lamontagne, werden Sie für den Vorsitz kandidieren? Wenn ich mich entschieden habe, rufe ich Sie an. Aber ich hoffe, dass es mir gelungen ist, auch eine gewisse Gelassenheit zu erreichen mit zunehmendem Alter. Dann ist aber jetzt Schluss hier, da wird nicht gefilmt. Irgendwann lernt man auch, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden oder anders ausgedrückt, nicht jedes Alltagsproblem allzu wichtig zu nehmen. Der große Mann der SPD, Willy Brandt, ist Präsident der Sozialistischen Internationale. An seiner Seite sein Zögling, Oskar Lafontaine. Bereits mit 33 Oberbürgermeister in Saarbrücken, mit 40 Ministerpräsident des Saarlandes. Zielstrebig steuert der ambitionierte Mit-40er nun das Staatsamt an, das auch sein legendäres Vorbild schon innehatte. Nicht um der Macht willen, wie er im Nachhinein stets betont. Ich glaube, es gibt zwei Modelle, Kanzler, die etwas wollen, und Kanzler, die eher am Machterhalt interessiert sind. Das sind die beiden Modelle. Wenn ich mir jetzt mal Brandt nehme, ist klar, was er wollte. Er wollte eben seine Friedens- und Entspannungspolitik. Er wollte ihr zum Erfolg verhelfen, und das war ja auch eine große Leistung. Helmut Schmidt wollte eine Weltwirtschaftsordnung, die stabil war, und da hat er einiges zustande gebracht. Das war auch seine Leidenschaft, wie auch Brandt in der Friedenspolitik seine Leidenschaft gefunden hatte. Kohl, mit dem ich ja manche Konflikte ausgetragen hatte, war ein überzeugter Europäer. Und er hat ja eben auch die europäische Einigung, wenn man so will, nach vorne gebracht, mit der Einschränkung, dass das Eurosystem nicht funktionieren konnte, wenn bestimmte Dinge nicht gemacht wurden. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Und bei Schröder fing das an, bei Merkel ist das zu beobachten. Beide machen den Eindruck, dass der Machterhalt im Vordergrund stand und dass sie kein persönliches Projekt mehr haben. Wenn Sie Merkel nehmen, sie räumt eben die Energiepolitik ab von heute auf morgen, Atomenergie, sie räumt die Wehrpflicht ab von heute auf morgen, sie stellt die Familienpolitik auf den Kopf. Und Schröder hat eben die Außenpolitik der SPD auf den Kopf gestellt, den Sozialabbau für konstituierend für wirtschaftlichen Aufschwung bezeichnet. Das sind eben Brüche, die man nur vollziehen kann, wenn man kein eigenes Projekt hat. Der Machtpolitiker Lafontaine trägt sein Projekt bereits früh vor sich her. Einen radikalen Kurswechsel der SPD. Er predigt Lohnverzicht für Arbeitsplätze. Wenn das so ist, das mittlere Einkommen beispielsweise, A12, ich nenne mal ein Beamtengehalt, rund 1800 Mark im Jahr netto steuerlich entlastet werden. Und wenn das so ist, dass je höher immer mehr Steuerentlastung stattfindet, dann können wir doch bei dieser Tarifrunde mal sagen, ab A12 meinetwegen, ihr kriegt außer der steuerlichen Entlastung nicht noch etwas drauf, sondern das nehmen wir, um mehr Leute zu beschäftigen. Das ist doch das Mindeste, was man in der heutigen Zeit machen kann. Und dann kam ich viel Zustimmung auch aus Kreisen der CDU, der FDP, Grüne, die Bundestagsfraktion hat sich jetzt wieder dazu bekannt. Aber wenn es dann zum Schwur kommt im Bundesrat oder so, sind die ganzen Helden der Solidarität wieder, naja, in der Kläglichkeit des Eigeninteresses oder des mangelnden Mutes verschwunden. Doch die Blitzkarriere des Brandt-Enkels verläuft nicht ganz wie geplant. Auch wenn er zunächst in dessen Fußstapfen tritt, als Vorkämpfer der Friedensbewegung und unbequemer Genosse der Sozialdemokraten. Der studierte Physiker spricht über Gorbatschow und Perestroika. Doch die Schnelligkeit der folgenden historischen Entwicklungen überrascht sogar ihn. Als das Lebenswerk seines Mentors Willy Brandt seine Vollendung erfährt und der eiserne Vorhang fällt, ist dessen Enkel bereits auf dem Weg zur Kanzlerkandidatur. Am 9. November 1989 überwinden die Deutschen in Berlin eigenmächtig ihre Trennung. Der Einheitstaumel, der nach dieser friedlichen Revolution die ganze Nation euphorisiert,
birgt für den frisch gekürten Kandidaten nur Nachteile. Nie hat der amtierende Bundeskanzler Helmut Kohl fester im Sattel gesessen, als in diesen Monaten, kurz nachdem der linke Feind besiegt ist. Es kam eben der Zusammenbruch der kommunistischen Staaten und der Fall der Mauer. Und in diesem Moment war der Kanzler der Hauptdarsteller auf der Bühne. Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation. Er hat auch einige positive Entscheidungen getroffen, dass er, wenn man so will, sehr schnell und sehr konzentriert auf die deutsche Arbeit hinarbeitete. Das wird ja auch anerkannt. Aber wenn man sich vorstellt, Brandt oder Schmidt wären Kanzler gewesen, das wäre ähnlich gelaufen. Und insofern hatte er einfach die Bühne für sich. Umso aggressiver muss Oskar Lafontaine sich im Verlauf des Bundestagswahlkampfes 1990 seine eigene Bühne erkämpfen. Fast wirkt es, als wolle der Kandidat der ihm assistierenden C-Prominenz die Schau stehlen. Was wollt ihr denn? Soll ich was erzählen? Ja, also so ein paar Worte vielleicht. Dann machen wir die Bühne wieder frei für die Musik. Also ich sage jetzt nur noch einen Satz. Die Heidi hat genau um 0 Uhr Geburtstag. Schenken wir ihr zum Geburtstag einen Oscar am 2. Dezember. Jawohl. Und jetzt? Da will noch einer was sagen. Ja. Weil der stand die ganze Zeit im Hintergrund. Lass dem mal was sagen. Auftritt eines noch unbekannten Komikers. Ich als der Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland dabei die wichtige Nachricht, die ich auswendig behalten habe, die ich heute unbedingt loswerden möchte. Und zwar, Und zwar, es gibt folgende wichtige Nachricht. Der Fahrer des Wagens. So, jetzt habt ihr die Politik in der ganzen Breite erlebt. Es war schön hier zu sein. Tschüss. Jetzt wieder Bühne frei für die Musik. Ich war damals als Gegenkandidat natürlich, wenn man so will, in einer äußerst schwierigen Situation, weil bei diesem weltpolitischen Geschehen war der Oppositionsführer in Deutschland schlicht und einfach nicht gefragt. Mit launigen Sprüchen versucht der Kandidat Oskar Lafontaine sich dennoch Gehör zu verschaffen. Auftritt in der Eulenspiegelstadt Braunschweig. Jetzt ist Helmut Kohl im Kanzleramt vom Aquarium und studiert, was uns da mit 12 Nullen ist. Billionen. Wir sind alle Billionäre geworden, seit Helmut Kohl regiert. Und wenn er sich die Frage stellt, er sagt manchmal, du Theo, kannst du mir erklären, wieso so viele Nullen da? Dann sagt der Theo Weigel, also Helmut, wenn wir zusammenkommen und finanzpolitische Entscheidungen treffen, kommen verdammt viele Nullen zusammen. Das ist immer so. Vom Sonnenkönig an der Saar zum Hofnarren von Braunschweig. Schwungvoll marschiert der Wahlkanzler Kohl vom Freudentaumel der Einheit direkt in den Wahlkampf. Und was sagt denn die Mama? Schimpft die nicht? Der Mann aus Ludwigshafen-Oggersheim genießt die gute Stimmung in vollen Zügen. Mit Machtbewusstsein und politischem Instinkt hat er sich seinen Platz in der Geschichte gesichert. Am 25. April 1990 trifft seinen Konkurrenten ein Schicksalsschlag. Von einem Messer in den Hals getroffen, bricht Oskar Lafontaine zusammen. Schwer verletzt überlebt er das Attentat der psychisch kranken Adelheid Streidel. Ich habe natürlich nachgelesen, auch bei Psychologen, auf denen Urteil ich etwas gebe, was die Folgen eines solchen Attentates sind, denn das selbst zu beurteilen ist immer sehr heikel. Mit Sicherheit rührt daraus eine innere Schwäche. Man erfährt zum ersten Mal, wie verletzlich man ist. Man erfährt zum ersten Mal, dass von einem Tag auf den anderen alles zu Ende sein kann. Und das verändert natürlich die Einstellung zu vielen Dingen. Und insofern traf mich dieses Attentat natürlich in einem Bundestagswahlkampf, wo ich als relativ junger Mann noch Kanzlerkandidat war, zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt, was die politische Entwicklung anging.
Ja, das ist das, was ich im Nachhinein dazu sagen kann. Und ich glaube, dass es sicherlich eine Überforderung war, den als Kanzlerkandidat den Bundestagswahlkampf fortzusetzen. Denn ein solches Attentat steckt man nicht innerhalb weniger Wochen weg. Innerhalb dieser Wochen seiner Rehabilitation nach der Messerattacke ist die SPD-Fraktion deutlich vom Kurs ihres Kandidaten abgerückt. Der hatte empfohlen, in Sachen Währungs- und Wirtschaftsunion der beiden deutschen Staaten nichts zu überstürzen. Doch damit kämpft Lafontaine auf verlorenem Posten. Gegen den schwarzen Riesen aus der Pfalz jedenfalls scheint kein Kraut gewachsen. Helmut Kohl badet in diesem ersten gesamtdeutschen Wahlkampf in ostdeutschen Sympathiewellen. Noch sind die enormen Kosten, die die verfrühte D-Mark-Einführung verursachen wird, kein Thema. Wir wollen gemeinsam überall blühende Landschaften. Das ist und bleibt das Ziel unserer Politik. Mit dem Fall der Mauer hätte nach meiner Überzeugung niemand, der gegen Kohl kandidiert hätte, eine Chance gehabt. Deshalb haben ja auch führende Sozialdemokraten meine Bitte, mich nach dem Attentat abzulösen, abgelehnt. Seit die Deutschen am 3. Oktober 1990 feierten, was noch kurz zuvor für sie unerreichbar galt, die Einheit, befindet sich das Land im nationalen Freudentaumel. Mahnungen zur Vorsicht will in diesen Zeiten des Überschwangs niemand hören. Oskar Lafontaine steht mit seinen Warnungen vor überstürzten wirtschaftspolitischen Entscheidungen im Abseits. Eine schlechte Position im Bundestagswahlkampf. Der Kanzler der Deutschen Einheit, um das jetzt mal mit den Worten zu beschreiben, wie die CDU Helmut Kohl sieht, wie er sich selbst auch sieht, der war natürlich nicht zu schlagen. Dazu kam, dass ich ein Attentat überlebt habe, was mich natürlich nicht gerade in der Form gestärkt hat, sondern ich war innerlich geschwächt. Und zum Zweiten, dass ich eben europäisch sozialisiert war und die starke Empfindung für Deutschland, die damals auch wieder hochkamen, so nicht nachvollziehen konnte. Ich war auch in meiner Programmatik daran orientiert, dass es den Ostdeutschen besser gehen würde. Welche Staatsangehörigkeit sie hatten, war dabei nicht für mich vorrangig. Denn das Gegenmodell deutsche Staatsangehörigkeit, aber soziale Verwerfungen ist ja nicht gerade attraktiv. Und deshalb hatte ich eben die Sozialfrage in den Vordergrund geschoben. Ich wurde damals aber nicht verstanden. Fortan sieht sich Lafontaine als Opfer des verlogenen Politikbetriebs und stilisiert sich selbst zum ehrlichen Gesellen, der deutschen Nation ins soziale Gewissen redet. Wie am politischen Aschermittwoch anno 1992. Wir brauchen endlich wieder etwas Wahrhaftigkeit in der Politik, etwas Selbstbescheidung. Und ich bin stolz darauf, dass ich meinen Beitrag geleistet habe, im Jahr 1990 die Bevölkerung in Ost und West nicht zu belügen. Im Kreis der internationalen Kritiker des Einheitsrausch fühlt Oskar Lafontaine sich offensichtlich wohl. Seine politischen Gegner legen ihm das immer wieder gern zu seinem Nachteil aus. Waren Sie gegen die Wiedervereinigung? Das haben alle meine Gegner behauptet. Das ist natürlich ausgesprochen dumm. Denn ich habe sogar die europäische Einigung auch in dieser Zeit immer wieder gefordert. Und dann hätte ich ja die Idee im Kopf haben müssen, wir machen eine europäische Einigung, aber einen kleinen Teil, nämlich Ostdeutschland, das klammern wir aus. Nein, ich war gegen die schnelle Währungsunion. Doch die kam, allen Mahnern zum Trotz. Am 1. Juli 1990 um 0 Uhr war es soweit. Die Ostdeutschen durften sie haben, die D-Mark. Und zwar zunächst zum Schleuderpreis von nur einer DDR-Mark. Der Ansturm auf dieses Sonderangebot in Sachen Devisen fiel dementsprechend nachhaltig aus. Wer sich dem entgegenstellte, wurde niedergemacht. Weil die Währungsunion in ihrer Wirkung nicht verstanden wurde, und das sieht man ja heute auch beim Euro, Währungsunionen werden generell nicht verstanden politisch, hat man gesagt, er ist gegen die Wiedervereinigung. Man könnte jetzt auch sagen, jeder, der den Euro kritisch sieht, ist gegen Europa. Das läuft ja teilweise so. Das liegt ganz einfach daran, dass man nicht erkennt, dass Währungssysteme eine dienende Funktion haben und sich nur daraufhin abklopfen lassen müssen, nützen sie der ökonomischen Entwicklung oder schaden sie ihr. Und dass die deutsch-deutsche Währungsunion der ökonomischen Entwicklung in der ehemaligen DDR genutzt hat, wird im Nachhinein niemand mehr behaupten wollen.
Die langfristigen Auswirkungen dieses Währungsausverkaufs auf die Wirtschaftskraft sind ihren Konsumenten völlig egal. Im Kaufrausch des Kapitalismus, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Ostdeutschen wollten mehr Wohlstand und dieser mehr Wohlstand wurde ihnen ja versprochen. Sie haben das ja auch immer wieder gesagt. Und deshalb war das Versprechen, die D-Mark zu bekommen, so verlockend, dass vernünftige Einwendungen keine Chance hatten. Aber es ist eine Regel in der Wirtschaft, gegen die man nicht verstoßen kann. Man kann einer schwachen Volkswirtschaft nicht eine starke Währung verordnen. Wenn man das tut, erwürgt man sie. Das kann man beispielhaft in den ostdeutschen Ländern beobachten und kann es heute eben in den südeuropäischen Ländern beobachten. Selbst hingegen wirtschaftlich gut gestellt, gerät Oskar Lafontaine wegen seines üppigen Lebensstils unter Druck. Als linker Luxuspolitiker geschmäht, sieht sich der Sonnenkönig von der Saar unter anderem dem Verdacht ausgesetzt, nicht nur unberechtigt öffentliche Pensionsgelder zu kassieren, sondern auch im Rotlichtmilieu zu verkehren und Kontakte zu Kriminellen zu pflegen. Der saarländische Unterweltkönig Hugo Peter Lacour würde ihn gar mit pikanten Detailkenntnissen seines Lebenswandels erpressen. Zudem hält Lafontaines Vertrauter Reinhard Klimt Briefkontakt zu dem wegen bewaffneten Raubes verurteilten und des Mordes verdächtigen Lacour und bemüht sich beim Justizminister um dessen Begnadigung. Es ist nun mal so, ich bin 20 Jahre hier an der Saar tätig und nicht umsonst eben auch jemand, der einigermaßen Unterstützung im Volk hat, weil ich überall war, weil ich viele, viele Leute kenne. Liebe Freunde, wenn das so weitergeht, ja, ich kenne fast das halbe Saarland und da gibt es leider auch viele, denen man vielleicht etwas vorwerfen kann. Aber das ist doch der Gipfel der Unverfrorenheit, Bekanntheit gegen den zu richten, der zufällig den einen oder anderen kennt und ihm versucht, das anzulassen. Nach diesen diversen Affären muss der Provinzfürst von der Saar dennoch das Feld räumen, vorläufig. 1993, Bühne frei für den neuen Hoffnungsträger der SPD. Herr Scharping, was haben Sie denn gerade in der verschlossenen Tür besprochen mit Herrn Braun? Diese eine Sache. Sehen Sie, das ist es. Das ist es. In der verschlossenen Tür. Ja. Das war's. Und steht nun fest, sind Sie der Kanzlerkandidat? Ich stehe als Kanzlerkandidat nicht zur Verfügung. Ich meine auch eher Herrn. Ach so! So. Ja, wer wird's denn nun? Okay, warten Sie es mal in Ruhe ab. So, wo kommen wir denn hier raus? Wir müssen irgendwie raus. Deutschland soll wieder ordentlich regiert werden. Oskar Lafontaine, ein Finanzminister, der mit dem Bonner Finanzchaos aufräumt. Gerhard Schröder, ein Wirtschaftsminister, der für ihre Arbeitsplätze kämpft. Und Rudolf Scharping, ein Bundeskanzler, der die Menschen zusammenführt. Deutschland nach vorne bringt. Ein starkes Team. Das ist immer eine Zweckgemeinschaft. Es war ja der Wille, eben das personelle Angebot der SPD auf eine breitere Grundlage zu stellen, weil einer alleine es immer schwer hat. Und das ist ja auch einigermaßen gelungen, wenn auch letztendlich es nicht gelungen ist, die Regierung Kohl abzulösen. Aber so groß waren die Unterschiede ja nachher, was die Stimmenzahl angeht, nicht mehr. Scharping ist Kanzlerkandidat der SPD, auch weil er nie öffentlich gesagt hat, er wolle es werden. Hier ist der nächste Bundeskanzler nach unserem Herzen, Rudolf Scharping. Das Spitzentrio der SPD, eine Parteifreundschaft, die es in sich hat. Innerhalb von 5 Jahren wird erst Oskar den Rudolf und dann Gerd den Oskar vom Sockel stoßen. Haben Politiker überhaupt Freunde? Das ist sehr schwer, weil die Politik ja zunächst auch innerparteilich von Rivalitäten und Machtkämpfen geprägt ist. Und insofern kann man generell sagen, es ist schwer, Freundschaften in der Politik zu pflegen, weil diese Rivalitäten und Machtkämpfe doch immer solche Entwicklungen überlagern oder verhindern. Im Wahlkampf 1994 wirkt der Kandidat Rudolf Scharping allerdings nicht eben angriffslustig. Die Plätze fertig, los. Vielmehr scheint es, als habe der Westerwäldler den Startschuss nicht gehört. Selbst in seinem Lieblingshobby, dem Fahrradsport, hinterlässt er keine bleibenden Eindrücke. Mühsam kämpft sich der Kandidat voran.
Rudolf Scharping, schon von Natur aus keine Wahlkampflokomotive, verliert im Verlauf der Kampagne immer mehr Sympathie. Geh nach Hause! Die CDU gewinnt in Bautzen! Weder Charisma noch Gestaltungswillen strahlt er aus. Ganz zu schweigen von einer Botschaft an seine Wähler. Ich bin dafür, und hoffentlich viele andere auch, mehr zu tun für soziale Demokratie. Und die bekommen Sie in Deutschland nur mit der Sozialdemokratie. Vielen Dank, alles Gute. Man muss ein Machtgehen haben, eine gewisser Wille zur Macht, aber im Sinne zur Gestaltung, der muss natürlich da sein, sonst würde man diese ganzen Trapazen überhaupt nicht auf sich nehmen. Vielleicht muss man auch eine gewisse Eitelkeit mitbringen, damit man sich im Glanz der Scheinwerfer einigermaßen wohlfühlt. Aber meine Auffassung war immer die, dass Machtgehen und Eitelkeit nicht ausreichen, sondern dass irgendwas noch dazukommen muss, dass eben dazukommen muss, der Wille, die Gesellschaft zum Besseren zu verändern. Und das sind die drei Kriterien, die ich einmal nennen würde. Die ersten beiden mit einem gewissen, wenn man so will, mit einem gewissen Abstand, mit einer gewissen Reserve. Das letzte Kriterium, ein Programm im Kopf zu haben, das ist für mich das Entscheidende. Die SPD verliert sowohl die Bundestagswahlen als auch massiv an Zustimmung. Auch innerhalb der Partei gärt es. Oskar Lafontaine sieht die Gelegenheit, das Ruder an sich zu reißen. Der geschwächte Parteichef ahnt davon nichts. Er glaubt, in seinem Amt bestätigt zu werden. Die Entwicklung, dass damals Scharping in der Rolle, alles auf sich zu ziehen, überfordert war, hatte der SPD schon eine ganze Reihe von Problemen gemacht. Und ich habe versucht, Lösungen zu finden, habe das auch beschrieben in Büchern, um die Verantwortung auf mehrere Schultern zu verteilen. Das war aber nicht möglich. Und so gingen wir auf den Parteitag, eigentlich in dem Glauben, es wird sich nichts ändern. Und dann kam eben, das ist ja oft beschrieben worden, eine sehr schlechte Rede von Scharping. Und ich habe die Arbeit der Programmkommission vertreten und dort eine Rede gehalten, die wohl der Partei da als Befreiung empfand. Und der Rest war ein Selbstläufer. Was dann in der Geschichtsschreibung oft vergessen wurde, war, dass Scharping mich ultimativ zur Kandidatur aufgefordert hatte und ich praktisch nicht mehr ausweichen konnte. Wir haben jetzt eine Situation, in der man etwas klären muss. Ich habe deshalb heute Morgen Oskar gefragt, ob er bereit sei, für das Amt des Parteivorsitzenden zu kandidieren. Ich erkläre, dass ich dem Vorschlag des Parteivorstandes entsprechend kandidieren werde. Ich bin ja gar nicht in der Absicht auf diesen Parteitag gefahren, dort den Parteivorsitz zu übernehmen. Davon war ja gar keine Rede. Und erst als die Dinge sich so entwickelt haben, wie dann der Parteitag zeigte, kam diese Frage immer stärker auf mich zu. Und letztendlich gab es schon den Ausschlag, dass Scharping gesagt hat, ich fordere dich auf zu kandidieren, dass wir endlich Klarheit haben. Das Ergebnis ist in der Tat unerwartet deutlich. 511 Delegierte haben abgestimmt. Das Wort abgegeben. Auf Oskar Lafontaine 321. Manches hat bitter wehgetan, aber wir müssen jetzt die Kraft finden, die Schmerzen der Vergangenheit hinter uns zu lassen. Denn wir haben eine Aufgabe, die wichtiger ist als die Zeit. Bravo. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte hat die SPD einen amtierenden Parteivorsitzenden abgewählt. Scharping sieht sich als Opfer eines internen Putsches. Ich glaube, dass er damals der Auffassung war, dass in einer solchen Kampfabstimmung er klar gewinnen würde. Und er hat insoweit den Parteitag falsch eingeschätzt. 1998 versucht der Parteivorsitzende erneut, die Wähler gegen den ewig gleichen Gegner zu mobilisieren.
Und dann denkt daran, dass es jetzt 20-Jährige gibt oder 21-Jährige oder auch 18-Jährige, die kennen als Bundeskanzler immer nur einen Kohl. Nichts anderes haben die erlebt. Denkt doch mal an die, das reicht jetzt wirklich. Wir brauchen mal ein anderes Gesicht. Wir brauchen die Ablösung der Regierung Kohl im September. Lasst uns darauf hinarbeiten. Noch ist unklar, ob Oskar Lafontaine dieses Mal die Führung im Wahlkampf übernehmen wird, als Kanzlerkandidat. Herr Lafontaine. Das bin ja mal gespannt, was Sie fragen. Sie überraschen mich denn? Völlig. Wer wird's, Herr Lafontaine? Das wüsste ich auch gerne. Donnerwetter, Sie oder Herr Schröder? Im Gerangel um die Macht sind zwei der drei Männerfreunde siegreich aus der Troika hervorgegangen. Nur gemeinsam mit dem ungeliebten Genossen kann er es ganz an die Spitze schaffen, weiß Lafontaine. Es war so, dass Schröder der Liebling der Medien war. Ich war Parteivorsitzender und hatte als Parteivorsitzender das Recht des Zugriffs, wie das so schön heißt. Es ging aber für mich nicht um Zugriff, sondern es ging darum, dass wir nach vielen, vielen Jahren die SPD wieder in die Regierungsverantwortung brachten. Also habe ich mir gesagt, Schröder als Kanzlerkandidat, ich als Parteivorsitzender, diese Kombination ist erfolgversprechender. Und dann habe ich ihm gesagt, allerdings ist die Voraussetzung, dass du ein gutes Ergebnis kriegst. Denn wenn er beispielsweise ein sehr schlechtes Ergebnis gehabt hätte, dann wäre das ja sinnlos gewesen, das Ganze. Das gute Ergebnis kam. Die SPD war ja auch auf einem ziemlich hohen Niveau damals, wenn ich mich recht erinnere, bundesweit auf 42%. Und mit diesem guten Ergebnis war dann die Absprache auch eingelöst, wenn man so will. Er hatte ein gutes Ergebnis und ich habe ihn ja am selben Abend zum Kandidaten ausgerufen. Was sagen Sie zu den Reaktionen im Ausland? Ich habe noch gar keine gesehen. Am 2. März 1998 verteidigt Gerhard Schröder seine absolute Mehrheit in Niedersachsen. Nun wird er Kanzlerkandidat der SPD von Lafontaines Gnaden. Er hat selbst gesagt, ohne meine Arbeit wäre er nicht Kanzler geworden. Das ist richtig. Umgekehrt, er wäre nicht Kanzler geworden, wenn es ihn nicht gegeben hätte. Und seine Fähigkeit, eben auch mit den Medien umzugehen. Das war also, wenn man so will, ein gemeinsames Projekt, an dem auch noch viele andere beteiligt waren, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Insofern ging es nur auf der Basis der Zusammenarbeit. Schröder wird Kanzler und der Saarländer macht gute Miene zum bösen Spiel, trotz aller zurückliegenden Verletzungen. Es gibt das Gerücht, dass nach dem Attentat im April 90, dass Schröder da zu Ihnen gesagt hat, dein Stich in den Hals hat mir noch ein paar Prozente mehr gebracht. Ist dieses Zitat damals so gefallen? Das ist ja auch medial berichtet worden. Das ist ja, kann man ja in den Medien nachrecherchieren. Das war so. Das war, er hat die Niedersachsenwahl damals, auch damals war Niedersachsenwahl gut bestanden und hat mir dieses freundliche Kompliment gemacht. Wie haben Sie das aufgefasst? Ich habe, es als eine Aussage genommen, die ich so gewertet habe, so ist er nun mal, dass er auch Dinge, die vielleicht ein anderer nicht aussprechen würde, dass er die nicht nur denkt, sondern sie auch ausspricht. Die beiden Alpha-Tiere bemühen sich, nach außen Geschlossenheit zu demonstrieren. Zu mehr reicht es nicht. Ich habe eigentlich nie gesagt, dass wir befreundet waren. Es gab eine Form der Zusammenarbeit, die ich als kumpelhaft bezeichnen würde, von der ich natürlich wusste, dass sie brüchig war. Aber meine Hoffnung war, dass wenn Schröder auch durch meine Zuarbeit und meine Unterstützung Kanzler wird, dass dann eben eine Basis erreicht ist, eine einigermaßen tragfähige Zusammenarbeit zu finden. Und an dieser Stelle habe ich mich geirrt. Launig, wie gewohnt, legt der noch Ministerpräsident und zukünftige Regierungschef der Weltöffentlichkeit seine Zukunftspläne vor. Die Weltausstellung wird, Herr Zeek, ein Erfolg werden. Dafür werde ich sowohl in dem einen als auch in dem anderen Amt sorgen. Und der Rest wird mit dem neuen Finanzminister besprochen. Haben wir in den ersten Monaten eine ganze Reihe von Programmpunkten umgesetzt, die wir uns vorgenommen hatten, die klassisch sozialdemokratisch waren. Ich erwähne einmal die
Steuerpolitik, Senkung des Eingangssteuersatzes, Verbesserung beim Kindergeld. Wir mussten dann zähneknirschend den Grünen die Konzession machen, den Spitzensteuersatz leicht zu senken. Wir haben dann die Fortsetzung der Lohnfortzahlung wieder auf die Tagesordnung gesetzt. Wir haben den Kündigungsschutz verbessert. Wir haben die Rentenkürzung zurückgenommen und, und. Am Anfang war das also klassische sozialdemokratische Politik. Aber es zeichnet sich sehr schnell ab, dass eben wichtige Prinzipien über Bord geworfen werden sollten. Das war einmal eben dann die Bereitschaft, sich doch an einem völkerrechtswidrigen Krieg zu beteiligen. Das stand gegen alles, was immer gesagt worden ist, auch von den Grünen übrigens, nicht nur von der SPD. Und das andere war die Demontage des Sozialstaates, die verbunden ist eben mit Riester-Rente und Hartz IV und all diesen Dingen. Kosovo-Krieg und Agenda 2010 werden zu Zankäpfeln der beiden Alpha-Tiere Schröder und Lafontaine. Obwohl mit der Reform des Arbeitsmarktes kräftige Kürzungen staatlicher Sozialleistungen verbunden sein werden, wird die SPD dem Konzept schließlich nach heftigen Kontroversen zustimmen. 2005, nach dem Umzug der Regierung von Bonn nach Berlin, wird die neue Regelung in Kraft treten, nach ihrem Konstrukteur Hartz IV genannt. Für die einen eine überfällige Reform des Sozialstaats, für die anderen sein Untergang und Verrat an der SPD. Es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen an die Politik. Wenn man natürlich nur die Bühne liebt oder die Macht liebt und das Programm einem gleichgültig ist, dann kann letztendlich eben Nebensächliches ausschlaggebend sein. Wenn aber das Programm eine gewisse Bedeutung hat und wenn man etwa die Frage von Krieg und Frieden nicht als Bagatelle ansieht, oder wenn man die Frage des Sozialstaates nicht als vernachlässigbar ansieht, dann muss man, wenn Fehlentwicklungen eintreten, sich die Frage stellen, machst du da noch mit? Und der Knackpunkt war der, dass er eben in diesen beiden Kernfragen, Krieg ja oder nein und Sozialabbau ja oder nein, das Gegenteil von dem vertrat, was ich vertreten habe. Lafontaines Kalkül, die Regierungspolitik entscheidend mitzubestimmen, geht nicht auf. Schröder lässt sich nicht regieren. Lafontaines Mahnung wirkt wie eine hilflose Drohung. Die Regierung Schröder kann nur Erfolg haben, wenn Parteivorsitzender und Kanzler, wenn Kanzler und Parteivorsitzender zusammenarbeiten und sich nicht auseinanderdividieren lassen, von wem auch immer. Die Absprache war schlicht und einfach. Wir haben den Wahlkampf zusammen gemacht. Wir machen auch die Regierungspolitik zusammen. Die wichtigen Entscheidungen, nicht einzelne Entscheidungen, das wäre ja lächerlich, die wichtigen Entscheidungen treffen wir zusammen. Das war die Absprache. Und diese Absprache wurde ja schon beim Jugoslawienkrieg nicht eingehalten, weil bevor wir überhaupt in die Regierung kamen, haben Fischer und Schröder, Clinton mehr oder weniger die Kriegsbeteiligung zugesagt, ohne mich zu konsultieren oder zu informieren. Als die Balkankrise eskaliert, soll Deutschland militärisch intervenieren. Schröder bleibt bei seiner Zusage, die er Bill Clinton bereits im Mai 1998 gegeben hat. Außenpolitisch bahnt sich damit nicht nur eine Zerreißprobe für die SPD, sondern auch für die rot-grüne Koalition an. Wir haben natürlich über den Kosovo gesprochen. Ich habe dem Präsidenten gesagt, dass ich keinen Einwand gegen die Akkordentscheidung habe. Auch die Grünen stimmen der Entsendung deutscher Soldaten zu. Lafontaine zieht schließlich die Konsequenzen aus seiner Isolation. Am 11. März 1999 verabschiedet sich Oskar Lafontaine mit dramatischer Geste. In einer theatralischen Nacht- und Nebelaktion verlässt er alle seine Ämter. Zwei Stunden zuvor hat der Bundeskanzler Schröder von seinem Entschluss unterrichtet. Per Fax. Meine Damen und Herren, der Bundeskanzler wird eine Erklärung abgeben und ich bitte Sie um Verständnis, dass wir heute Abend keine Fragen zulassen wollen. Bitte, Herr Bundeskanzler. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Oskar Lafontaine hat mir heute Nachmittag seinen Rücktritt vom Amt des Bundesfinanzministers mitgeteilt. Er hat gleichzeitig sein Amt als Parteivorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands niedergelegt. Drei Tage lang ist Lafontaine für niemanden erreichbar. Das war eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Und natürlich haben dann eine ganze Reihe von Leuten versucht, mit mir zu sprechen. Aber wenn man eine solche Entscheidung trifft,
dann ist man nicht unbedingt in der Disposition und in der persönlichen Situation, noch langatmige Plaudereien zu machen. Ich zumindest war nicht in der Situation und deshalb habe ich eben in den ersten Tagen solche Wünsche nicht angenommen. Schließlich zeigt sich der gefallene Star der SPD dem Volk, mitsamt seinem Erben. Den Vorwurf, er habe Verrat an seiner Partei begangen, versteht er nicht. Guck mal, die Armen, die da den ganzen Tag gucken müssen. Können Sie mal ein bisschen nach vorne kommen? Ja, das ist hier. Ist ein bisschen ungünstig. Herr Lafontaine, warum sind Sie zurückgetreten? Ich gebe keine Interviews. Wie sieht es mit Ihrer Freundschaft zu Schröder aus? So, macht schönere Fotos und dann lasst er uns ein bisschen in Ruhe. Seid ihr so nett heute? Ich habe diesen Vorwurf ja immer wieder gehört, aber jeder, der lesen kann, kann lesen, was die SPD im Programm stehen hat. Man muss sich weder auf Schröder noch auf mich noch auf irgendjemanden beziehen. Und dann kann man sagen, wer hat das Programm verraten, wer hat nicht. Da kann sich jeder das Urteil bilden. Da brauche ich nichts zu sagen. Nachdem zahlreiche Kamerateams abgerückt sind, bringen sich die Lafontaines vor weiteren bohrenden Fragen in Sicherheit. Frauen und Kinder zuerst. Wo geht's denn hin? Das sehen wir mal. Hm? Ha? Wo geht's denn hin? Hm? Wo gehen wir denn jetzt hin? Ich habe Ihnen gesagt, nein, ich habe Ihnen jetzt bitte nicht ständig die Leute belästigt. Warum sagen Sie das jetzt so? Wie sieht's aus mit Ihrer Beziehung zu Gerhard Schröder? Ja, dann sollen wir Schluss machen. Ja. Also, Feierabend. Herr Lafontaine wünscht das. Christa, komm. Christa, fahr an. Fahr du das Auto weg und dann. So, hier. Bitte, er will wegfahren. Mach dir doch mal. Kommen Sie. Den Verdacht, er habe es einfach nur nicht ertragen können, stets der zweite Mann im Staate zu sein, überhört Oskar Lafontaine dezent. Des Kanzlers Richtlinienkompetenz sei eben auch nicht alles. Ein Kanzler, der sagt, ich will alles bestimmen, geht auch falsch ran. Er muss ja zumindest wissen, dass er immer ein paar Mitspieler braucht, die auch das Geschäft kennen und notfalls einspringen, wenn er nicht so kompetent ist oder sich nicht so auskennt. Das ist ja pure Selbstverständlichkeit. Ich glaube, es gibt überhaupt keine Regierung, die funktionieren kann, wenn es nicht ein paar Leute gibt, die einigermaßen zusammenarbeiten. Das war ja auch bei der Regierung Schröder auch nach meinem Abgang so. Aber diejenigen, die mit ihm zusammengearbeitet haben, waren alle seiner Meinung, also alle Agenda-Leute oder waren für den Kriegseintritt. Und das war eben der Bruch in der deutschen Sozialdemokratie. Denn die deutsche Sozialdemokratie war Verteidigerin des Sozialstaates. Und sie war eben gebunden an die Friedenspolitik Willy Brandts. Ich wünsche der Partei weiterhin einen guten Weg. Ich werde ihn aufmerksam mitverfolgen. Ich gehöre zu dieser Partei. Und eines soll sie nicht vergessen. Das Herz wird noch nicht an der Börse gehandelt, aber es hat einen Standort. Es schlägt links. Ich danke Ihnen. Haben Sie mit Gerhard Schröder schon gesprochen? Erst 70 Stunden danach hat Oskar Lafontaine seinen Notausstieg aus der Politik erstmals begründet. Das Mannschaftsspiel im Team Schröder sei schlecht gewesen. Und jetzt fällt der Rückzug ins Private viel schwerer als gedacht. Ich habe jetzt eine Erklärung abgegeben. Die geht scheinbar nicht, die Glamour. Also, komm. Moment, du Kollege, hol sie. So, tschüss, mach's gut. Danke. Gekränkt ist man natürlich in einer solchen Lage. Das wäre ja albern, das zu leugnen. Deswegen sprach ich ja davon, dass es in der Politik immer Verletzungen und Kränkungen gibt. Aber das kann nicht den Ausschlag geben. Der Grund, warum ich zunächst mich sehr zurückgehalten habe, war der, dass ich eben eine gewisse Parteisolidarität für notwendig erachte. Und ich hielt es nicht für sinnvoll, als zurückgetretener Vorsitzender und Finanzminister jetzt über die Führungsleute meiner Partei herzuziehen. Ich habe erst meine Zurückhaltung aufgegeben, als ich ständig angegriffen wurde in der Öffentlichkeit und dann langsam mehr und mehr meine Positionen bezogen. Ein halbes Jahr nach seinem Rücktritt tritt Oskar Lafontaine wieder auf. Mit einem Buch, in dem er abrechnet mit seinen Ex-Parteifreunden. Ganz anständig, versteht sich. Wir haben ja letztendlich eine Situation, auch heute, in der fast alle Parteien ihren Konflikt über die Medien austragen. Ich halte davon nichts. Ich könnte jetzt Ihnen eine
eine ganze Reihe von Versionen meiner Auffassung über Leute vortragen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, oder um sie schlecht zu machen. Nein, man sollte die Auseinandersetzung in der Sache suchen. Und insofern war die Konfliktaustragung schlicht und einfach eine mediale. Ja, es war so. Warum ist er denn nicht zu Ihnen? Also beispielsweise der Anlass meines Rücktritts war eine Durchstecherei in die, zur Bild-Zeitung über eine Kabinettssitzung, wo also stand, der Kanzler kann die Politik nicht mehr tragen, gegen die Wirtschaft, sinngemäß. Und dann muss man sich ja die Frage stellen, ja, was ist die Konsequenz? Das hätte ja er mit mir besprechen können, aber an solches Gespräch kann ich mich nicht erinnern. 2005, Comeback für Oskar Lafontaine. Nachdem der Luxuspensionär vom Saarland aus entspannt das Scheitern der rot-grünen Regierung beobachtet hat, zieht er nun noch einmal in den Kampf. Das Parteibuch der SPD hat der Politprofi vor kurzem abgegeben. Nun kehrt Lafontaine von ganz weit links zurück auf die Wahlkampfbühne mit der WASG. Ich bin kein Prophet, aber ich sehe eine gute Aussicht, wenn es zu einem Zusammenschluss der Parteien kommt, drittstärkste Partei zu werden. Gemeinsam mit PDS-Frontmann Gregor Gysi will Lafontaine zurück in den Bundestag. Man schätzt sich. Er hat mich nie beschissen, ich habe ihn nie beschissen. Das ist eine sehr gute Ausgangsposition, um zusammenzuarbeiten. Und ich habe auch noch keinen getroffen, der mir gesagt hat, dass er ihn beschissen hat. Dass der neue Vorkämpfer für links außen herabsteigt vom Hügel seiner Toskana-Villa, um gegen Schröder, die Heuschrecken und all die anderen Bösewichte, die Deutschland in die soziale Kälte treiben, ins Gefecht zu ziehen, wird ihm dabei häufig als Nachteil ausgelegt. Ich gehöre zu denen, die besser verdienen sind. Alle meine Vorschläge sind gegen meine privaten Interessen gerichtet. Aber ich bin eben der Meinung, dass Politik nicht darin besteht, seine Interessen zu vertreten und immer zu krähen, Steuersenkung, Steuersenkung, sondern dass Politik darin besteht, sich für die Gemeinschaft einzusetzen. Die Politik von Rot-Grün hat eben zu diesem gewaltigen Niedriglohnsektor geführt, den wir in Deutschland haben, hat zu Altersarmut geführt und damit die Lebensbedingungen der Menschen empfindlich verschlechtert. Und das bleibt natürlich. Und das ist auch noch nicht aufgearbeitet, wie wir alle wissen. Und die SPD bemüht sich ja jetzt langsam, die Fehler der Vergangenheit aufzuarbeiten. Wenn ich mich daran erinnere, als ich gesagt habe, wir können doch nicht den Spitzensteuersatz auf 42 oder so senken. Heute versucht man jetzt, all die Jahre wieder aufzuarbeiten und wieder auf die alte Höhe zu kommen. Oder wenn ich an das Lohndumping denke und an die Diskussionen, wir können doch nicht ein Abrutschen der Löhne zulassen, ja jetzt auf einmal will man einen Mindestlohn. Es hat also viele, viele Jahre gedauert, bis etwas korrigiert worden ist und oder nicht korrigiert worden ist, bis die Absicht besteht, etwas zu korrigieren. Und das ist das Problem nach wie vor. Wir haben ja im Grunde genommen immer noch eine enorme Auseinanderentwicklung von Arm und Reich in Deutschland. Das wird ja querbeet auch so festgestellt. Und da hat eben Rot-Grün ein gerütteltes Maß an Schuld. Das ist der Konflikt, der bleibt. Endlich kann Oskar Lafontaine es den Ex-Parteifreunden heimzahlen und erzielt mit seinen neuen Genossen beeindruckende Wahlerfolge. Dem neuen Linken gelingt es sogar, sein Kapital populistisch zu verwerten. Ich stehe ja hier mit einem Luxusanzug, einer Luxuskrawatte, einem Luxushemdchen, einem Luxusunterhemd und Luxusschuhen. Also um einigen Schreibern die Arbeit zu erleichtern, möchte ich das hier feststellen. Ich kam gestern mit einem Luxusflieger der Air Berlin aus der Luxusinsel Mallorca hier zurück. Die kann sich ja kein Deutscher leisten, Mallorca. Und da habe ich doch tatsächlich gebadet in einem Swimmingpool mit 12 Meter. Das kann sich doch kein Arbeitnehmer leisten. Ein Linker muss nicht arm sein, ein Linker muss gegen Armut sein. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Der neue Sozialismus. Eine erfolgreiche Kombination aus jungen Frauen und Männern mit Vergangenheit. Es gibt eine ganze Reihe von Erfolgen und Niederlagen, die das politische Leben geprägt haben. Und dann mögen dann die Chronisten aufzeigen, wo die Erfolge und wo die Niederlagen sind. Und sie werden es je nach Standpunkt dann so oder so sehen. Rückkehr im Triumph. Auch 2009 kann Oskar Lafontaine noch einmal einen beachtlichen Erfolg vorweisen. 21,3% für die Linke im Saarland. Guten Tag, Herr Lafontaine. Was bedeutet jetzt dieser Sieg? Da freuen wir uns. Welche Rolle werden Sie denn jetzt spielen? Ach, ich bin in meiner Rolle ganz zufrieden. Haben Sie gemerkt, werden Sie selbst im Alter irgendwie zynisch oder dass Sie
härter werden? Nein, zynisch würde ich nicht sagen. Ich würde kritisiere eben an mir immer noch, dass ich manchmal etwas zu viel Temperament entwickle. Dennoch glaube ich, dass ich gelassener bin als in früheren Jahren. 14 Jahre zuvor war Oskar Lafontaine schon einmal im Triumph zurückgekehrt ins Saarland als neuer Parteivorsitzender. Nur wenige Wochen nach seinem Wahlsieg 2009 erkrankte er an Krebs. Den Parteivorsitz gibt er ab. Im April 2013 kündigt er an, sich ganz aus der Bundespolitik zurückzuziehen. Man darf gespannt sein, ob es ein weiteres Comeback geben wird.